Ja, diese Regalreihen, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Noch ein Blauregen, wo ich finde, in einer sehr schönen Schale, blau glasiert. Mega. Acer Palmatum. So, und bevor wir nun zu den Rohlingen gehen, haben wir hier noch eine schöne Rotbuche, Fagus sylvatica. Ja, der Uwe hat überall noch gut Pflanzen stehen, die sind alle noch dabei, verräumt zu werden. Bei vielen oder noch Substrat frisch aufgefüllt. Rote Bänder, die sind verkauft, sind auf Kundenwunsch schon vorbereitet, stehen zur Abholung. Hier eine Möglichkeit, das Sphagnummus vor Vögeln zu schützen. Ein Gewebe. Ja, wer hätte sowas nicht gerne im Vorgarten stehen? Fichtengruppe. So, und jetzt kommen wir zu dem für mich eigentlich spannendsten Teil. Das sind die eingelagerten Pre-Bonsai, die Ernte 2022. Stehen alle zum Verkauf, sind alle für den Online-Verkauf angedacht. Ich vermute mal, dass die schon nach Sorten getrennt hier stehen. Feuerdorn, Feuerahorn. Mega. Der weibliche Baumwirker und Blüte bzw. mit Früchten. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wer es einrichten kann, auch ein paar Kilometer mal oder ein paar Kilometer mehr zu fahren. Sich das vor Ort anzuschauen, ist ein Unterschied zu der Auswahl, die man jetzt online sehen kann. Es sind ja doch immer nur eine kleine Auswahl aller. Aber hier in Gänze diesmal zu sehen. Pflanzenpass, Traubenkirsche. Ja, in dem Eck habe ich die Traubenkirschen entdecken können. Potentilla,
Erbsenstrauch. Ja, mega, ja. Kornelkirsche. Gemeine Schneeball. Ein Malus. Kleiner Zwergapfel. Die Bergulme. Mega, mega. War schön mit diesen Korkleisten. Korkspindel. Also da kann man echt sagen, bevor man da in irgendwelchen Gartencentern so Stängelchen sich kauft, wo man auch nicht weiß, wie die sich wohl entwickeln werden. Dann sollte man schon besser auf solches Material zurückgreifen. Ist das ein schöner Feldahorn? Was für eine Verjüngung. Ist das Pri-Bonsai-Paradies? Hier sehen wir noch Blüten. Die Winterheckenkirsche. Mega. Mega. So, mir werden langsam die Finger kalt. Der Uwe hat mich auf einen Kaffee eingeladen. Feldulme. Ja, so werde ich mir erstmal Gedanken machen können in Ruhe. Ja, was nehme ich hier mit? Ein Träumchen. Ja, alle Pflanzen, wie ich schon gesagt habe, frisch vom Feld, mehrjährig dort geschult. Das heißt, regelmäßig alle Jahre die Wurzeln geschnitten, somit dichtes, fein verwurzeltes Wurzelwerk. Ja, alle in diesen Netzen verschnürt. Mit sehr durchlässigem Substrat. Ich habe das vorhin schon mal gefühlt. Sehr lockerer Boden. Keinesfalls hart wie Beton. Super Rohmaterial. Sehr schönen Koniferen, wer darauf steht. Ja, wir sind nun Mitte November angekommen, so auch bei Uwe der Zeitpunkt, einige seiner wertvollsten Pflanzen frostfrei zu stellen. So auch hier, ihr seht große Bäume, alte Bäume vom japanischen Ahorn, Eiche, Lärche. Das kann ich jetzt nicht so richtig zuordnen. Cornus maas, Kornelkirsche. Und ein Zierapfel.
Ja, hier bin ich beim Uwe Krötenherd in seiner Bonsai-Werkstatt. Sehr schöner, warmer Raum mit viel Platz. Haben wir etwas Smalltalk gehalten. Hier zeige ich euch mal noch, was ich draußen nicht konnte. Den Gutschein, den habe ich mitgebracht. Diese gibt es beim Uwe zu kaufen. Also die kann man jetzt kann anrufen, kann sagen, ich hätte gern einen Gutschein in der und der Größe, in dem und dem Wert. Da wird dann ordentlich in diesem Papier mit einer Banderole eingerollt, per Post verschickt, sodass das als Geschenk, als mögliches Weihnachtsgeschenk eine super Idee ist. Das wollte ich euch ja gerne auch mal zeigen. Ich habe jetzt das etwas beschwert, weil aufgerollt wollte das jetzt so nicht liegen bleiben. Super Idee. Das hier ist der Gutschein, den ich bekommen habe von meiner Schwiegermutter zu meinem Geburtstag. Den werde ich heute einlösen. Ja, unter anderem mit verwenden für das, was ich mir ausgeguckt habe. Ja, im Anschluss, mein Handy wird jetzt noch etwas an der Ladestation bleiben. Ich gehe mit dem Uwe mal bei den Rohlingen schauen, präsentiere die euch dann auch noch. Und wenn mein Handy fertig geladen hat, gehe ich mit euch noch mal in den Verkaufsraum zu den Schalen, zu den Substraten. Davon hat er sehr, sehr viele vor Ort. Schauen wir uns dann an. So, an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Seid gespannt, verpasst die nächsten beiden Folgen nicht. Sehr interessant. Wer auf der Suche ist nach wunderbarer, wunderschöner Rohware oder auch nach sehr preisgünstigen Schalen, auch in den größeren, im größeren Format, das sollte unbedingt wieder reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.